So, Test des Hacker Fs ohne Amplifier. Das heißt, hier ist dieser kleine IC, dieser sechsbeinige, hinten am Ausgang ist defekt, dieser LNA, sendeseitig. Das heißt also, ich kann hier den Amplifier nicht mehr einschalten mit minus A1, sondern muss jetzt hier ohne Amplifier arbeiten, also rein das, was aus der Frequenzaufbereitung kommt. Ich habe jetzt hier im Moment schon eine Befehlszeile vorbereitet von 2 GHz. Hier bin ich auf dem Messbereich von 0,1 Milliwatt oder minus 10 dBm. Gucken wir mal, dass das auch wirklich alles noch hier auf 0 steht. So. Jetzt starten wir mal. 2 GHz. So, hier sieht man es noch. 2 GHz, 2000 MHz. Bei 2 GHz bin ich hier im Bereich von 0,1 Milliwatt. Das bedeutet, hier ist 0,1 und das hier ist 0,0823. Ja, also 0,083. Sagen wir mal 0,08. So genau machen wir das nicht. Also fast 1 Milliwatt. Fast 0,1 Milliwatt. 0,1 Milliwatt fast. Jetzt gehen wir mal hin und ändern das hier mal ab in 1 GHz. So, hier 1 GHz. Oh, Begräbnis der Skala. Moment, muss ich 1 hochschalten. 0 stimmt auch noch. Nochmal 1 GHz. Im 1 GHz Bereich bin ich hier bei 0,3 Milliwatt, bedeutet minus 5 dBm. 0,3 Milliwatt gilt dann hier diese Dreier-Skala. Das heißt also, ich bin hier bei 0,15 Milliwatt. So. 0,15. So, jetzt geht's weiter mit 440. Gucken, ob das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Das waren 4 GHz. Eine 0 muss noch weg. So. Hier erwarte ich, dass es weniger wird. Also müssen wir hier runter. Eine Skala. Wieder gucken, dass das hier stimmt. Ja, ist alles sehr empfindlich im Milliwattbereich. Also ich bin hier bei 440 MHz. Hier bin ich im Bereich von 0,1 Milliwatt, das heißt die obere Skala gilt. Das wären hier dann 0,02 Milliwatt auf 440. Und das Ganze jetzt auf 140. Sagen wir mal, ja, machen wir es richtig, machen wir es 144, ja? So. 144 MHz, hier steht's. Hier bin ich weiterhin in dem gleichen Bereich von 0,1 Milliwatt oder minus 10 dBm. Das heißt, ich habe hier 0,012 Milliwatt.